Die Nationalratswahl im ORF. Aktuelle Lage, noch 10 Tage bis zum Wahlsonntag. Der Countdown läuft, die letzten Parolen sind ausgegeben, die letzten Plakate affischiert. Es geht ums Überzeugen in letzter Minute. Und doch geht es im Wahlkampffinale mehr denn je ums Wie als ums Was. Dirty Campaigning, sinistre Hintermänner, dubiose Online-Kampagnen, Verschwörungstheorien aller Art. Und doch ist es nicht House of Cards, sondern Wahlkampf in Rot-Weiß-Rot. Kommt in den letzten 10 Tagen noch Neues auf uns zu und welche Argumente können letztlich die Wahl entscheiden? Darum geht es heute Abend bei mir. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier aus dem Radio Kulturhaus begrüßen und darf Ihnen meine Gäste heute Abend vorstellen. Für die SPÖ ist dies Christoph Matznetter statt Georg Niedermühlbichler. Der ist ja bekanntlich wegen der sogenannten Silberstein-Affäre zurückgetreten. Herzlich willkommen, Herr Matznetter. Guten Abend. Ich begrüße für die ÖVP Generalsekretärin Elisabeth Köstinger. Sie ist für den Wahlkampf von Sebastian Kurz verantwortlich. Herzlich willkommen auch an Sie. Guten Abend. Bei uns ist der FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl, der mit Sicherheit längst dienende Wahlkampfleiter des ebenso längst dienenden Parteiobmannes Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich begrüße von den Grünen Robert Luschnigg. Er managt die Kampagne von Ulrike Lunacek. Herzlich willkommen, Herr Luschnigg. Schönen guten Abend. Und bei uns ist Nicola Donig, der Generalsekretär und Wahlkampfleiter der NEOS und damit von Matthias Stolz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sie.